Willkommen, ihr Leute da draußen auf YouTube, den Stream nicht gesehen haben oder so, keine Ahnung. Wir sind jetzt hier wieder bei Let's Play Link to the Past. Ich muss hier gerade alles einstellen, warte mal. So, also mit einstellen meine ich eigentlich, ich habe gar nichts eingestellt, ich habe nur meine Hände irgendwie auf die Tastatur gelegt, aber mir ist gerade das Wort dafür nicht eingefallen, was auch immer. Und warum nicht das Zelda 1 weiter? Zelda 1 spiele ich hier nach heute auch noch, falls du es wissen willst, Anpu. Wollte ich mal anmerken. Aber jetzt erstmal spiele ich gerade A Link to the Past. Weil ich denke, dass A Link to the Past mehr Leute interessiert und deswegen spiele ich das halt früher am Tag. Und später, wenn weniger Leute da sind, spiele ich dann Zelda 1. Logisch? Ich denke mal. Oh, ein Knopf. Schweres Rätsel hätte ich da mal gelöst, aber wir gehen jetzt mal hier lang. Ich weiß gar nicht, was hier ist. Ah, so ein Glas. Ich möchte das Geld haben. Okay, ist auch nichts, ne? Nee. Gut, dann wieder auf den Schalter und einmal hier durch die Tür durch. Oh, ich kenne das Dungeon schon, nur ist eine Weile her, also von daher kenne ich ganz sicher nicht mehr das ganze Dungeon auswendig oder so. Nicht mal mehr ansatzweise wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Ja, hier sind Kugeln. Warte mal hier und gehe jetzt drüber. Da war noch eine riesige, ja, das war eine riesige Kugel, genau, die meinte ich. Und wieder zurück. Nein, nein, geh da rein, geh da. Mensch. Sei doch nicht so inkompetent, Link. Ich meine, es war ja ganz sicher nicht meine Schuld, es war ganz sicher deine Schuld. So. Jetzt gehen wir mal rüber. Nein. Danke. Ging doch noch halbwegs. Ich habe die Originalkassette für die NES. Ist das SNES? So. Echt? Ich nicht. Leider. Aber ich habe auch kein SNES und kein NES. Also von daher. Ja, es hätte es auch relativ wenig Sinn. Skelette. Ich glaube, die waren scheiße, die Gegner, weil die immer abhauen. Also die weichen immer so nach hinten aus. Ja. Genau die. Bam, 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 bam. Komm schon, komm schon. Danke. So, stirb. Und was ist das? Ach ja, Magie. Genau. Magie gibt es ja in neuen Zeldas auch nicht mehr. Also nicht mehr so wirklich halt, ne? Ich glaube, seit wann gibt es das nicht mehr? Wann war das letzte Zelda mit Magie? Also mit einer Magieleiste halt. Ich glaube, das war... Das war... Wind Waker, oder? Ich glaube schon. Ich weiß, die meisten, die hier sind, wissen es wohl nicht. Also wahrscheinlich niemand, weil irgendwie ist gerade nur Anpu da und ein paar Leute, die schreiben, aber... Ja, eigentlich glaube ich, dass Wind Waker das letzte Zelda mit Magie war. Oh, oh, eine Karte. X-Knopf, ja. Ne, mit X öffne ich Sachen. Das ist die falsche Taste. Weil ich glaube, das ist nicht für Tastatur ausgelegt, diese Steuerungsanzeige. So, so schon mal nicht. Auch nicht. Weiterspielen bitte. Danke. Ja gut, jetzt habe ich irgendwie pausiert da. Okay. Ne, irgendwie. Das war eine Bombe übrigens. Da ist eine Karte, okay. Gut, das ist das Dungeon. Oder der Dungeon oder die Dungeon oder was auch immer Dungeon. Genau. Ist, denke ich, noch relativ übersichtlich. Ist ja auch das erste Dungeon erst. Okay, was ist hier? Hier komme ich nicht her, ne? Nee, von der anderen Seite komme ich. Achso, ist das selber. Okay, dann was auch immer. Kann ich hier runter noch und da irgendwie links und rechts lang? Nein, ne? Doch. Da ist eine Wand. Und da ist auch eine Wand. Okay, gut. Hätten wir dann geklärt. Das Game war mein erstes Konsolenspiel. Das kein Zelda mehr nach N64 spielt. Wollte kein Gamecube haben. Ach so. Ja, Gamecube war ja, glaube ich, relativ schlecht verkauft, auch generell von den Zelda-Konsolen, genau. Nintendo-Konsolen her. Also, ich glaube, die einzige Konsole, also ich glaube, ist eine gute Frage gerade. Also, Virtual Boy auf jeden Fall am schlechtesten verkauft. Relativ logisch, denke ich. Ich glaube, dann danach Wii U und danach Gamecube. Oder Gamecube und Wii U vielleicht andersrum, aber ich glaube... Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist Wii U besser verkauft als der Gamecube, nur weil halt mittlerweile halt mehr Leute Konsolen haben und sowas. Von daher automatisch halt besser verkauft, aber ich glaube, sonst wäre der Gamecube schlechter verkauft gewesen. Weiß ich nicht. Andersrum. Was auch immer, besser verkauft gewesen als die Wii U. So. Ich könnte, eigentlich würde ich gerne treffen, aber Link hat da keinen Bock drauf. Boah, heute sind echt viele Leute da, die nicht schreiben. Es sind gerade 5 Leute da.
Also laut der Twitch-Anzeige halt. Und ich vertraue dir einfach mal. Aber schreibt halt einfach niemand. Außer Antu. Das ist echt. Normalerweise ist es halt echt so, dass jeder, der da ist, auch schreibt. Dafür sind halt immer wenige Leute da. Aber heute sind recht viele Leute da. Also viele, ne? Was heißt viele? Es sind nicht viele, aber. Na, ihr wisst, was ich meine, ne? Waren auch schon teilweise mehr Leute da, aber trotzdem haben meistens immer alle geschrieben. Und jetzt sind halt 5 da und niemand schreibt außer Antu. Na, keine Ahnung. Ja, jetzt steht da auch 3 bei mir. Die sind gerade weggegangen anscheinend. Was weiß ich. Kannst du bitte. Danke. Du, ich und Nino. Nee, ich zähle eigentlich nicht für gewöhnlich. Dr. Nino Dino schreibt. Ja, jetzt schreibst du. Naja, du hast da oben guter Sound irgendwann geschrieben, bevor ich angefangen habe. Naja. Du kontrollierst gerade die Lottozahlen. Dann mach das mal. Und sag mal, ob du was gewonnen hast. Wenn ja, dann krieg ich die Hälfte, okay? Tusti, ich bin es, der Dorfälteste Sahasrale. Ein guter Rat von mir. Dem Schatz aus diesem Palast kannst du gepanzerte Gegner bezwingen. Lass ihn dir nicht entgehen. Okay. Das ist ein Bogen, glaube ich. Spoiler, Spoiler. Vor allem, weil ich hier gerade Pfeile bekommen habe. Also ich denke mal, das ist auf jeden Fall einer. Was ist dein Spruch, dass ich die Hälfte kriege? Also hattest du schon vor, mir die Hälfte zu geben, oder was? Ich gehe mal davon aus, ne, dass du das wolltest. Ich meine, du bist so eine nette, freundliche, soziale Kuh. Ich habe hier Bronzeschlüssel, ne? Was? Verschlossen? Na, dann brauchst du hier wohl den großen Schlüssel. Ja, hier gab es wirklich damals noch Truhen, wofür man einen Schlüssel brauchte. Ziemlich interessant. Vor allem, weil das halt nie wieder kam, Zelda. So, die Gegner, dafür brauche ich einen Bogen. Ich werfe dich mit der Vase ab, aber er juckt dich nicht wirklich. Ja, du musst ihn aber mit Steinen in der Wand. Das kann ich. Du kannst das nicht. Du kannst nicht mit Steinen in der Wand drehen. Ha. Puh. Ich habe den Skill hier im Steine, in Wänden ansprechen und so. Ich sterbe gerade irgendwie. Danke. Ich habe es überlebt. Oh, ich will das bitte aufmachen. Danke. Ja, ich habe mir gestern übrigens ja von den 25 Euro, ne, die ich dann hatte irgendwie, ne, wisst ihr schon, bei Steam, habe ich mir ein Spiel gekauft, ich habe mir Arma 3 gekauft, das war so runtergesetzt und ich wollte mir das irgendwie schon mal kaufen, weil das immer Leute wollten, dass ich mir das kaufe und mittlerweile spielt es wahrscheinlich niemand mehr, aber hey, ich habe es mir jetzt trotzdem gekauft, endlich, aber ist mir egal, ich habe es jetzt und ja, ich dachte so, scheiß auf Tutorial, spiel dann halt da so und dann ist mir das aufgefallen, ich bin voll schlecht im Spiel, das war voll grauenhaft, ich habe lange überlebt, aber ich wurde dann irgendwann getötet, mehrmals hintereinander, ich wurde dann mehrmals nochmal quasi mehr oder weniger wiederbelebt und es war halt echt so, dass ich keinen einzigen Gegner gesehen habe. Ich habe halt irgendwie, alle standen da rum und haben übelst rumgeschrien im Voice-Chat. Und, und ja, dann stand ich da. Und alle waren voll aufgeregt, haben überall rumgeschossen. Und ich denke mir so, hier ist nirgendwo ein Gegner, Mann. Nirgendwo. Weil ich habe einfach keinen Gegner gesehen, es war halt echt richtig abartig. Da waren irgendwo Gegner wahrscheinlich 5 Kilometer von uns weit entfernt und die haben alle drauf geschossen und die haben auf uns geschossen und mich mehrmals getötet. Aber ich habe keinen einzigen davon auch nur ansatzweise gesehen. Ich weiß nicht, was los ist mit dem Spiel. Oder mit mir eher gesagt, aber hey, was auch immer. Na, und deswegen spiele ich keine Shooter für gewöhnlich. Genau deswegen, weil ich die Gegner nicht mal sehe, bevor ich tot bin. Für gewöhnlich. Na, für gewöhnlich halt. Bitte, bitte. Danke. Oh, komm schon! Komm schon, Linkmann! Triff! Einen Gegner! So. Arma 3, dabei gibt's so viel Gutes. Ja. Ja, Andrew. Ich weiß. Aber Leute wollten, dass ich das besitze, also hab ich's jetzt. Okay? Danke. Was ist das für dafür? Hä? Ich kapier's gar nicht. Wie komme ich da dran, was da ist? Nein, mein Psychologe sagt, ich soll aufhören. Womit? Mit dir selbst reden? Achso, ja, mit dir selbst reden steht da. Oder so. Du redest mit Stimmen in deinem Kopf. Krass. Mach ich auch immer, glaube ich. Nein, eigentlich nicht. Aber ja. Wir können ja mal so tun, als wenn wir das tun. Nicht wahr?
Ja, natürlich ist das wahr. Ja, ja, wahr. Okay, das war gut, oder? Ich kam mir wieder der beste Schauspieler der Welt vor gerade. Absolut. Könntest du bitte... Okay, wenn man ihm genau ins Auge schlägt, geht das, aber... Ich glaube, das geht, oder? Nimmt er überhaupt Schaden? Weil der hat ziemlich viel Leben anscheinend, oder? Ich habe keine Ahnung, okay? Danke. Tot. Genau so war das. Ich erinnere mich. Und jetzt will ich diese Vase nehmen und jetzt da drauf gehen und jetzt da reingehen. Also nicht da reingehen, ich will nicht öffnen, eher gesagt. Wenn ich da reingehen würde, hätte ich ein Problem. Und ich habe einen großen Schlüssel gefunden. Damit kann ich jetzt große Türen öffnen mit großen Schlössern. Ja, genau so. So, hier durch. Ach, jetzt komme ich hier raus, genau. Schnell nach oben schieben. Rechts rum, und jetzt sind wir in diesem großen Raum. Hier gibt es die große Truhe, wo wir auch einen Schlüssel brauchen. Und es gibt auch da oben noch eine große Tür. Der Dungeon ist sehr übersichtlich. Ist sehr, sehr, sehr übersichtlich gerade. Bogen, genau. Oh, Monster. Ich schütte euch ganz sicher nicht. Ganz ehrlich. Was, ihr werft jetzt auch eure Schädel oder was? Was geht denn hier? Was geht hier ab? Wow. So, einmal ganz kurz. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich den Bogen benutze, das ist das Problem. Nein, immer noch nicht. Achso. Weg! Oh Gott, ich habe noch ein Leben und, also beziehungsweise sogar ein halbes nur. Und ich bin tot. Ich laufe ernsthaft da rein. Das ist auch, wow, die schlauste Idee, die ich heute hatte. Aber ist eigentlich gar kein Problem, denn ich kann im Endeffekt recht schnell wieder hinkommen, da ich jetzt ja schon den Schlüssel habe. Von daher ist es jetzt nicht so tragisch, nur so halb tragisch halt, ne? Ja. Ich bin echt müde. Oh mein Gott. So. Ich weiß nicht, warum ich so müde bin schon. Jetzt ist es erst, ja, Viertel vor neun, ja, neun. Es hat begonnen, das Sterben. Ja, war mein erster, ja, es war mein erster Tod, glaube ich. Ja, es hat begonnen. Wollt ihr den Death-Counter machen? Nein? Gut. Ich hoffe, bei The Binding of Isaac streamen das bestimmt jetzt in nächster Zeit irgendwann mal wieder öfters. Je nachdem, wer es für Leute halt da sind. Ich soll vielleicht mal laufen und nicht einfach nur so reden. Nein, nicht da, nein. Ach, Mensch. Ja, und dann mache ich bestimmt dann Death Counter mal rein, weil ich habe jetzt meinen Death Counter und ich bin ja schon bei 7 Toten. Schon bei 7 Toten ist gut, ne? Und ja, ich bin ein Profi und so. Und Leute haben sich gewünscht, dass ich den Death Counter mache, also fühle ich den einfach mal weiter und packe ihn dann auch so um die Ecke. Oben in die Ecke da. Und so. Ich möchte hier bitte irgendwo wieder runter. Wirklich. Ich hatte eigentlich nicht vor, hier lang zu gehen. Aber hey. Ist das euer Ernst, Mann? Ja, natürlich. So. Und stirb du auch. Pfeile. 30 ist das Maximum, okay. Wusste ich nicht, jetzt weiß ich's. Grandios. Man lernt nie aus und so. Man lernt nie aus. Death Counter 1. Grandios. Ich suche lieber nochmal nach dieser Aufnahme, vielleicht mal im letzten Part nach, ob ich da gestorben bin. Aber eigentlich, nee, ich bin eigentlich nicht gestorben. Wäre mir jedenfalls sehr unbekannt oder so. Und ich bin echt müde. Warum bin ich so müde? Es ist abartig. Es ist richtig derbs abartig. Um so eine Uhrzeit schon müde zu sein, ist ja echt, nee, geht gar nicht. Geht aber nicht. Okay, das ist die Taste zum Schießen schon mal. Das ist die Taste zum Schlagen. Okay. Gut, das muss ich nochmal kurz überprüfen. Nicht, dass ich hier irgendwie Scheiße baue. Also mache ich sowieso, aber... Naja, es gibt verschiedene Stufen der Scheißheit. Oder so. Tot. Okay, die sind One-Shot und so. Also... Oh mein Gott, komm nicht angerannt, Mann. Alter, wie viel Schaden du machst einfach. Ist gut, du musst dich nicht immer so aufregen. Boah, was ist denn los? Boah, abartig. Richtig abartig. Was? Wetterumstellung vielleicht. Oder vom vielen Sitzen. Wetterumstellung. Ne. Oder vom vielen Sitzen. Ich habe heute
das erste Mal mal wieder wenig gesessen. Sehr gut, selber Raum. So kenne ich dich. Dr. Nino, du weißt, was du jetzt tun musst. Du musst jetzt schreiben DC2, weißt du, für den Dev-Counter. Das ist dein Job. Ich habe dich jetzt dafür angestellt. Danke. Gut gemacht, sehr gut gemacht. Du bist ein Profi. Wahrscheinlich hast du es sogar geschrieben, bevor ich es gesagt habe, aber du bist ein Profi. Ein Profi der Profihaftigkeit. Du bist froh und munter. Das freut mich. Das freut mich sehr. Ich lese das teilweise ein bisschen in der falschen Reihenfolge vor, weil ich teilweise Nachrichten überlese und sie dann danach nochmal vorlese, aber naja, ist doch egal, ne? Ich denke schon. Ich habe ja nicht mehr gemacht als normal, ich habe halt nur heute mehr rumgestanden als normal, anstatt viel zu sitzen. Stirb, danke. Auch noch einer. Ich mag dieses Skelett echt, die sind total nervig. Ich fand die damals schon voll nervig. Boah, stirb, bitte. So, zwei Herzen bitte, danke. Tap. So. Und jetzt auf ein neues in diesen wundervollen kleinen Raum da rein. Mal sehen, was uns erwarten wird. Ich weiß es doch, was uns erwarten wird, aber ich könnte ja so tun, als wäre es total spannend für mich und was total Neues. So. Mal wieder geht ein bisschen. Was ist das denn? Das ist echt, das sind doch keine blauen Rubine, oder? Was? Das sind doch keine blauen Rubine, oder? Doch! Bitte, was ist das für ein Raum hier? Ist das der Himmel oder was? Das Paradies! Und ich habe jetzt ernsthaft gerade so viel. Alter, was ist denn los bei mir? Ich weiß es nicht. Danke. Tut mir leid. Irgendwann hier hoch. Auf und nach oben. Und jetzt ist es wieder hell, das ist schön. Gut, Toaster, wir haben gerade zur gleichen Zeit angefangen zu gehen, obwohl der Stream an sich ja verzögert ist. Du bist gut. Du hast mich abgelenkt, hast du es gesehen? Anpu, hast du gesehen, wie du mich abgelenkt hast? Hast du es gesehen? Da steht Game Over wegen dir. Wegen dir steht da Game Over. Alles deine Schuld, nur weil du anfängst zu gehen hier. Du hast kein Recht zu gehen, das ist mein Job. Mein Stream, mein Gehen. Danke. Und außerdem schreibst du dann auch, du bist gut und in dem Chat schreibt. Alter. Danke, tut mir leid. Wow. Lass mich durch, bitte. Danke. Ich weiß gleich, wie du gleich festpawnen wirst im Chat. So. Devcon 3, danke. Irgendwas wirst du gleich schreiben. Irgendwas Interessantes. Beleidigendes oder irgendwie sowas. Ich war an, du. Komm, gib's doch zu. Mein einziger Wunsch ist es doch, mich zu beleidigen. So, von Neues. Skelette. Hallo. Bitte spawnt. Danke. Und jetzt wieder mal Spaß und Spannung mit ein paar kleinen dämlichen Skeletten, die immer von mir abhauen. Stirb, bitte. Danke. Komm schon! Wie war's nochmal mit der Regel, ich sollte nicht den Chat lesen, während ich kämpfe? Ich glaube, das ist wieder gerade mein Hauptproblem. Hier mein Herz, naja. Also es ist lange her, aber ich hatte nicht so viele Probleme hier am Anfang mit dem Spiel, als ich sehr jung war. Ja. Und das ist auch eine Kuh. Kühe sind immer besser in solchen Dingen und so. Ja, daran wird es liegen. Vor allem. Ah, ne, keine Ahnung, was vor allem ist. So. So, hier bin ich alle gestorben. Diesmal nicht, bitte. Schon. Danke. Noch mehr Pfeile. Oh mein Gott, lass mich gehen. Knopf. Gut, letzte Vase ist natürlich der Knopf. Ist logisch.
Du hast damals keinen hufangepassten Controller. Ja, und ich habe diesmal keinen menschenförmig handangeformten Controller-Gedöns. Denn ich spiele gerade mit Tastatur. Und das ist richtig abartig übrigens, aber wollte ich nochmal anmerken, ne? Weg! Komm! Danke. Aber nur ein bisschen Timing und so. So, danke. Und durch hier. Was? Wieso Mensch? Ich dachte, du bist ein Toaster. Ja, ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Okay. Er denkt sich einen so einen Raum aus jetzt. Okay. Hallo? Hallo, was zur Hölle? Das ist gar kein Schalter oder was? Und dann? Muss ich noch herausfinden, welcher der richtige ist, Alter. Am Arsch! Richtiger Schalter, okay. Immerhin diesmal nicht der allerletzte, sondern nur der vorletzte. Wow. Okay, was ist hier drin bitte? Herz, danke. Erstmal kurz gegen dich kämpfen am besten. Hallo, ich wollte schießen. Okay, der hat zwei Schüsse aus. Interessant, gut zu wissen. Und da ist ein Boss. Okay, das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Oh, noch nicht ein Boss. Okay, dann ist halt kein Boss. Sah aber so aus. Ja, meinetwegen, ne? Ich soll vielleicht erstmal die hier töten, bevor ich die Pfeile einsammle. Kommst du bitte wieder aufwachen oder so? So, stirb. Und der letzte. Danke. Woo, ich hab's geschafft. Ich bin ein Profi und stolz auf mich und so. Bla 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 bla. Oh, Boss. Wie geht der nochmal? Ich weiß es nicht. Ich kenne den Boss nicht mehr. Also wirklich nicht. Ich kenne kein bisschen mehr. Ey, falsche Taste, Mann. Hör auf. Okay, okay. Alles gut. Erster ist tot. Und nächster. Bitte. Komm schon, stirb. Nein, ich darf nicht so viele Pfeile verschwenden. Nimm die auch. Ah, die will ich auch Schaden von meinem Schwert. Das erklärt einiges. Beziehungsweise erleichtert einiges, weil sonst hätte ich echt nicht genug Pfeile. Danke. Hör auf! Geht weg! Okay. Nein! Und jetzt! Haut! Boah, ich könnte ausrasten hier. Und los. Okay. Nein. Oh mein Gott, der wird jetzt voll aggro hier. Der wird rot. So aggro ist er. Und hier hin. Und komm. Weg. Oh, tot. Puh. Ich habe was geschafft. Ich habe was in meinem Leben erreicht. Rikaya, willkommen zu meinem Stream. Ich kenne dich nicht, also denke ich mal, du bist ein neuer Zuschauer oder sowas in der Art. Und das Traurige ist, jetzt kommt die richtig traurige Geschichte. Jetzt kommt die richtig traurige Geschichte. Erstmal lese ich hier. Du hast das Amulett des Mutes errungen. Bring es zu Sahasrara. Jetzt wählen. Bitte, mach weiter. Was fehlt jetzt noch? Ich möchte es gerne wissen. Ach, ich habe die falsche Taste dran, kannst du liegen. Nur noch zwei Amulette. Ja. Das Traurige ist, ich habe gespielt Zelda 1 nicht durch, streame ich auch momentan. Zelda 2 ganz sicher nicht, aber ansatzweise durch. Zelda Link to the Past nicht durch. Zelda, was kommt danach? Link's Awakening habe ich nicht gespielt. Ich kann jetzt gerade die Reihenfolge nicht, aber hey. Ocarina of Time
nicht durch. Ocarina Majora's Mask, genau. Zelda Majora's Mask, nicht durch. Lass mich denken. Zelda. Was kommt als nächstes? Finish Cap? Nee. Erstmal Oracle of Age and Seasons. Habe ich nur Age und habe ich auch nicht ansatzweise durch. Ich habe dann noch. Wind Waker nicht durch. Ich habe Twilight Princess durch. Ich habe Minish Cap nicht mal ansatzweise durch. Ich habe Skyward Sword durch, Alter. Ich habe Phantom Hourglass durch. Ich habe Spirit Tracks nicht durch. Ich habe mir fällt gar kein Zelda mehr ein, okay? Aber ich könnte sagen, ich habe bis auf 2-3 jedes einzelne Zelda gespielt. Und ich habe noch nie eins durchgespielt, außer jetzt die letzten 2-3 und die sind dann auch leider extrem einfach. Und das ist ziemlich traurig, die Geschichte. Du kannst jetzt weinen, okay? Oh, das Amulett des Mutes tatsächlich errungen. So höre nun die Legende. Vor langer Zeit beschützte eine Familie das Königshaus von Hyrule diese Familie. Allesamt tapfere Ritter bewachten auch das Amulett des Mutes. Doch die meisten dieser mutigen Streiter fielen im erbitterten Kampf gegen das Böse. Um für die 7 Weisen Zeit zu gewinnen, damit diese das Siegel erschaffen konnten. Es heißt jedoch, dass aus den Reihen der Nachfahren dieser Ritter ein neuer Held hervorgehen wird. Nun, Toasty, ich glaube an dich. Es wird dir bestimmt gelingen, die restlichen Amulette zu erringen. Hier findest du sie. Nimm dies noch mit. Es ist ein Schatz, der von den Weisen weiter vererbt wurde. Ich möchte ihn dir geben. Hui, die Pegasus-Schuhe. Nun rennst du wie der Wind und kannst alles Mögliche anrempeln. In einer der Höhlen östlich des Hylersees ist etwas Nützliches versteckt. Vielen Dank. Aber du streamst es nicht und machst jetzt keine letzten Plays davon. Was genau meinst du jetzt damit? Okay. Ich weiß gar nicht, was du meinst, Anpu. Also welches und was auch immer. Jo, sonst... Alter, das wäre bitter. Okay. Zelda kann man nur in Ekstase spielen. Was heißt Ekstase? Muss ich jetzt dafür Intelligenz haben, um das zu verstehen, oder bin ich einfach nur dumm? Also, ich bin beides, aber... Also nein, ich bin nicht intelligent, sondern... Lass mir das, okay, ich rede gar nicht. Ich rede nicht weiter, ich bin dumm. Ja, dumm. Danke. Erstmal kurz ausrüsten hier. Achso, ist automatisch ausgerüstet, oder wie? Ja gut, dann möchte ich wieder raus, bitte. Ich habe jetzt ganz sicher keine Flasche, die ich ausgerüstet haben will. Hallo! Achso, danke. Ja gut, wie renne ich denn jetzt? Ah, so geht das. Mitu Limbo mit der Niveau-Stange. Bei Toaster schaut man zu, weil man Mitleid hat und man nicht glaubt, dass es schlimmer werden kann, aber er weiß immer das Gegenteil. Ich finde ihn sympathisch. Du hast zwar sympathisch falsch geschrieben, aber... Nein, okay, ich beschwere mich schon nicht. Ich meine, wir haben alle unsere Fehler, du kannst dich schreiben. Also, das war jetzt nicht beleidigend gemeint, oh Gott. Aber, doch war es, aber... Und ich kann nicht spielen. Also, von daher passt das schon. Nur wegen spielerischen Skills schaut ihn keiner. Ja. Das stimmt wahrscheinlich, das stimmt wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Doch, ich weiß, wo ich hin will. Ich möchte nach Kakariko gerade und hier ist übrigens ein Stein. Da gab es irgendwas. Ich erinnere mich noch, dass es da was gab. Ich weiß noch nicht was. Ich könnte mal die Karte aufrufen. Wo ist denn die ist hier, ne? Ja. So. Ich gehe mal da unten lang. Das ist vielleicht schlauer. Er kann das schreiben, aber noch lernen und die Wörter im Duden nachschlagen. Aber was machst du? Ich! Ich spiele seit weiß ich wie vielen Jahren jeden Tag Videospiele und bin immer noch nicht gut darin. Und werde auch niemals gut darin sein, so wie es aussieht. Und wenn ich ein Spiel seit einem Monat durchsuchte und mich total wieder Pro fühle und dann ein Freund zu mir kommt, ich habe keine Freunde, aber wir nehmen jetzt mal an, ich hätte Freunde und die kommen dann zu mir zum Besuch und kennen das Spiel nicht, dann spielen sie das gegen mich und sie gewinnen trotzdem beim ersten Versuch. So sieht es dann meistens aus, okay? Ich bin schon ein ganz schön trauriger Mensch, wenn es um Zocken geht. Ich bin übrigens falsch. Runter hier. Danke. Nein, weiter runter. Ich habe Freunde, lüg nicht. Ich habe Freunde im Internet. Die lieben mich alle. Nein. Nein, aber... Ja.
Ich habe vielleicht Freunde, aber die kommen trotzdem nicht allzu oft zu Besuch. Kommen trotzdem nicht allzu oft zu Besuch. Ich kann gerade nicht sprechen. Ich glaube, ich kann nicht mehr sagen, dass er kein Deutsch kann, weil ich kann gerade selbst kein Deutsch. Aber ja. Robin. Ja, Robin ist ein toller Freund. Aber trotzdem kommt er nicht zu mir Besuch, weil ich weiß auch nicht. Weil. Ist halt so. Nein, also wie gesagt, ich habe bestimmt irgendwelche Freunde. Irgendwelche. Nicht viele vielleicht, aber irgendwelche habe ich bestimmt. Nur zum Besuch kommen zu mir, lade ich sie nicht ein oder so. Und sie kommen nicht und deswegen zocke ich auch nicht gegen sie. Und von daher. Muss ich sie besuchen? Nee. Ich besuche doch keine Leute, Mensch. Du hast das Buch Modora. Damit kannst du die alte Sprache der Hylia verstehen. Oder geh mir raus mit. Leute, auf, ich gehe doch nicht raus. Ich muss zocken. Und schlecht daran sein, aber. Im draußen sein wäre ich bestimmt auch nicht besser an Buch. Definitiv nicht. Wahrscheinlich sogar wesentlich schlechter, aber hey. So, hier runter und jetzt hier nach rechts. Und jetzt möchte ich, bitte. Ich möchte in den Süden, glaube ich. Ja, ich möchte in die Wüste, genau. Und warte mal, da oben gibt es auch noch was, ne? Ja, das ist das Schwert und da oben ist noch ein Dungeon. Also ich kenne den Dungeon da unten in der Wüste noch. Und zu dem da oben bin ich nicht gekommen. Letztes Mal. Real Life Exe, genau. Real Life.exe, perfekt. Gibt's das? Müsste doch auch so ein abgefucktes Horrorspiel eigentlich sein, ne? Wenn Exe hinter steht. Weil ich weiß, steht im Endeffekt... Das ist so ziemlich, also was heißt so ziemlich, eigentlich so ziemlich, ja, ich sag schon wieder so ziemlich, aber ich höre ja schon auf. Aber eigentlich steht eigentlich hinter den meisten Programmen, ja, .exe, eigentlich sogar hinter allen, aber trotzdem diese, wo man wirklich das .exe auch mit ausspricht, das sind dann für gewöhnlich abgefuckte Horrorspiele, so wie Sonic.exe und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Oder Smile.exe und sowas halt. Ich höre schon auf nachzudenken, okay? Ich bin nicht gut im Nachdenken und so. Gleich gar nicht so gut, aber im Nachdenken anscheinend ganz besonders nicht. Wie komme ich da links hin? Scheiße. Nein! Wasser! Es gibt noch die Schattenwelt. Ja, ich weiß, dass es die Schattenwelt gibt, aber da war ich erst recht noch nicht. Ich habe ja noch nicht mal die Lichtwelt fertig geschafft damals. Also nicht geschafft, sondern da habe ich dann wirklich einfach nur aufgehört, weil... Ich weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube... Nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach aufgehört. Nee, stimmt, ich bin die sogar... Hä, ich bin in die Schattenwelt gekommen, dann habe ich den Dungeon da oben doch gespielt, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, oder wie? Hä? Ich war mal in der Schattenwelt, genau. Da war ich dann so ein lustiger Hase. Und, da bin ich nicht weitergekommen als dieser Hase. Ich bin nie wieder aus der Schattenwelt rausgekommen, irgendwie. Ich war viel zu inkompetent dafür oder so. Oder ist das so, dass man... Ach, ich glaube, das war so, dass wenn man, zu diesem Dungeon da oben wollte, dass man dafür in die Schattenwelt musste... Um da überhaupt hochzukommen auf den Berg oder so, ne? Genau, hier brauche ich das Buch. Ich möchte mit das Buch ansetzen. So, Buch ausrüsten. Nein. Sprich vor dieser Steinplatte einen Wunsch aus. Wirst du erhört, öffnet sich der Weg. In diesem Spiel hat Link als einziges eine Synchro anscheinend. So. Hier, jetzt bewegen sich diese komischen Teile hin und her und warum auch immer sie das tun. Jedenfalls können wir jetzt hier rein. Zum Beispiel liebe ich Sniper spielen, aber treffe nicht mal einen Baum. Ja, zum Beispiel spiele ich Titan Souls, stehe 2 Meter vor einem Gegner und treffe nicht. Nicht wahr, Anpu? Nein, aber. Nee, ich. Bei mir ist es immer so, wenn ich einen Shooter spiele. Ich spiele ja recht selten Shooter, aber wenn ich einen Shooter spiele, dann sieht es meistens so aus. Ich spiele als irgendeine Klasse mit irgendeiner schnellen Schusswaffe, die so schnell schießt und so, ne? Wisst ihr schon Bescheid? Und dann sehe ich immer so, Alter, ich werde voll oft von Snipern erschossen. Dann muss das ja voll gut sein und voll leicht als Sniper. Dann nehme ich mir Sniper, spiele dann 2 Runden, ich meine 2 Tote halt, ne? Hab dann immer noch niemanden getroffen, bin dann wieder angepisst und wechsle wieder zurück zur schnellen Waffe. Ja, so sieht es nämlich aus. Boah, meine Fresse. Ich bin MMO-Fan. Du bist MMO-Fan? Ich bin kein MMO-Fan. Ich bin meistens immer nur 10 bis 20 Level lang motiviert, danach nicht mehr. Oder zum Beispiel bei... Das ist Beispiel Aion
habe ich bis Level 10 gespielt, weil ich unbedingt diese Flügel haben wollte, hatte ich die Flügel und dann bin ich nur noch die ganze Zeit mit diesen Flügeln im Kreis geflogen und habe nichts mehr erreicht. Und ja, deswegen spiele ich keine MMOs, weil Flügel für mich endet es immer damit, dass ich dann ab irgendeiner Stelle nur noch im Kreis laufe und nichts mehr tue. Ich versuche dann auch nicht mehr Fortschritt zu machen, ich mache dann einfach gar nichts mehr, weil ich dann irgendwie, keine Ahnung, ich finde die Welt dann so schön und renne dann nur noch im Kreis rum und dann schaffe ich einfach nichts mehr. Aber hey, immerhin sterbe ich dann auch nicht, muss man sagen, also... Mir stört halt auch nichts. Alter, ich kann auslassen. Mantin, Werbung! Na, Anpo. Dann Anpo macht immer Werbung. Das ist ein Reflex bei ihm. Ich kann auch keine Behinderten bannen. Will ich hier raus? Ich glaube nicht, ne? Egal. Wo bin ich jetzt? Scheiße. Gut, dann sind wir jetzt wieder hier. Kann man mal machen, glaube ich. Und er spricht wieder sein komisches Dings aus. Es ist ein Zwang. Ich habe ein ärztliches Attest. Es ist kein Zwang, es ist eine Behinderung. Anpu. Ich habe es doch gerade schon gesagt. Du brauchst dich hier nicht zu rechtfertigen. Wir haben nichts gegen Behinderte. Dann auf ein neues hier rein. Juhu. Das aussieht einfach. Okay, meine Stimme. Stimmen sagen, lass ihn doch. Naja, was dann Stimmen nicht alles sagen, ne? Anpu ist auch eine Kuh. Aber weil Kühe und bla. Kühe haben ganz andere Probleme als wir Menschen. Kühe sind bekannt dafür, immer Werbung zu machen, obwohl sie es nicht dürfen. Es ist wie das zu Rennen zu dummer Mannschaft beleidigen, muss ich meinen Kanal links schreiben. Schießt auf der Straße. Oder auf der Weide. Ne, wo Kühe halt immer so rumstehen. Und dann so auf einmal. www.youtube.com/anpulp. Abonnieren! Ja, so stelle ich mir das vor. So stelle ich mir das vor. Nur mit einem bisschen. Warte mal, was war das nochmal? Schweizer Akzent oder Österreicher Akzent oder was? Oder. Ja, eins von beiden, ne? Glaube ich. Keine Ahnung, ist mir egal. Hauptsache Akzent. Karte. Dann gucken wir mal die Karte an. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich denke mal. Ja, warte mal. Nee. Doch? Hä? Nee. Lassen wir das. Ich dachte, hier müsste eine Tür sein, aber. Weil dann würde es von der Karte her halt wirklich übereinstimmen. Mit der nächsten Etage, aber. Nee. Anscheinend nicht. Vielleicht die Tür hier? Rein bitte? Eine Steinplatte, mit der ich reden kann. Was zur Hölle ist das denn? Schieß ruhig. Und jetzt. Oh, krasses Rätsel gelöst, würde ich sagen. Und hier. Toasty, hier ist Sahasrala. Hol unbedingt alle Schätze, die in den Verliesen versteckt sind. Danke für den Tipp, Fragezeichen. Anscheinend war das ein sehr hilfreicher Tipp, aber irgendwie, nee. Nicht wirklich. So. Das ging schnell und ich bin fast tot. Oh, toll, ich habe keinen Schlüssel. Also keinen großen Schlüssel. Herz. Weg. Okay. Ich guck mal eben in die ganze Vase hier rein. Ja, der kann mich eigentlich nicht treffen, wenn ich halbwegs Mühe gebe. Aber auch nur dann. Auch nur dann. In Pole, in Berlin und ich glaube dein Giveaway. Du hast keins gewonnen, Anpu. Ja, das ist auch deine Schuld. Du bist weggegangen. Nein. Ich meine, nur weil ich Kühe fresse in Minecraft, weil du gesagt hast, ey, du frisst bestimmt keine Kühe, dann bin ich extra in Minecraft für dich gegangen und habe eine Kuh getötet und sie gefressen. Dann musst du doch einfach weggehen. Ich meine, ich habe das nur gemacht, weil du gesagt hast, ich esse keine Kühe. Oder so. Keine Ahnung. Irgendwie so war das. Ja, alles deine Schuld. Okay. Da oben kann ich schon mal nicht lang, aber ich kann unten lang. Und wehe. Ich komme wieder raus. Ja. Was?
weiß gerade nicht mal mehr, was ich gerade gesagt habe, aber da ist ein Herz halt. Okay. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Ja, genau, hier komme ich, glaube ich, zur nächsten Etage, ne? War das so? Hier oben. Genau, da brauche ich irgendwie... genau, da brauche ich das Dungeon-Item. Sind das Krafthandschuhe vielleicht? Das waren... Nee, nicht Krafthandschuhe. Oder war das das Kraft... Ja, waren das Krafthandschuhe? Oder heißt das Kraftarmband hier? Ich weiß es gar nicht. War das nicht teilweise Unterschied von Zelda zu Zelda? Unterschiedlich von Zelda zu Zelda? Ich bin gerade verwirrt, wie es heißt, okay? Lass mir das lieber. Ich diskutiere ja schon nicht. Ich diskutiere ja schon nicht. Okay, das war... Das war purer Skill. Nee, irgendwie ja nicht. Wo sind hier noch Räume? Auf der rechten Seite hauptsächlich. Erstmal. Okay. Okay. Herz. So. Danke, Anpu, für deinen herausragenden Humor. Ich danke dir, wie gesagt, vielmals und so. Ja, tot. Komm. YOLO! Oder so. RIP, Minecraft Kuh. Ja, das war auch bei irgendeiner MLG-Parody. Genau, da war dann zwischendurch plötzlich ganz kurz so traurige Musik und da stand da so RIP, Minecraft Kuh. Da war da so eine Kuh, die wurde in den Griff gejagt. Das war sehr traurig und ich habe fast geweint. Weil sterbende Kühe sind niemals toll. Glaube ich. Außer ich töte sie, aber das war ein anderer. Das war etwas anderes, so. Tut mir auch sehr leid und so. Ich tippe die hier rein. Ich hoffe, hier ist irgendwas Sinnvolles, wenn ich alle töte. Bitte, euch bitte alle töten. Töten, töten, töten. Okay, das war ziemlich scheiße gerade von mir. Aber das ist eigentlich immer egal, was ich mache. Herzen! Nein, hör auf! Nicht! Danke. Deathcounter 4. Oh, ja, stimmt. Danke. Das ist nicht schon Deathcounter 5. Aber dann bin ich in dem Dungeon schon mal gestorben. Nee, oder? Nee, doch nicht. Stimmt, ich bin nur rausgegangen aus dem Dungeon. Danke. Dann, nevermind, nevermind. Vielen Dank. Du hast den Kompass gefunden. Damit kannst du das Versteck. Der Skagamas ist für ihn. Warum lese ich das vor? Das habe ich auch schon beim letzten Mal nicht vorgelesen, oder? Oder, nee, beim letzten Mal habe ich gar keinen gefunden, oder? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ein sandiger Raum. So, das, was soll seid ihr denn? Was soll seid ihr? Okay. Whatever. Whatever. Der große Schlüssel. Wo muss ich damit nochmal hin? Ich weiß es gar nicht mal. Das war ziemlich kacke gerade. Das war echt ziemlich derbs kacke. Aber hey, whatever. Und so. Wofür soll ich denn nochmal mit dem großen Schlüssel hin? Ich brauche den noch irgendwo, oder? Ich glaube, da irgendwo oben links oder so. Da war doch irgendwo irgendwas. Glaube ich. Weiß ich nur wo und was. Also ich glaube hier war die Tür. Nein. Fuck. Dann war die hier vielleicht. Nee, hier war die Tour. Hier war ein Tour, oder? Der Schalter war. Der Knopf, was auch immer. Hier, hier. Danke. Ja, hier war die Tour, genau. Es sind die Krafthandschuhe. Spürst du die Kraft in deinen Händen? Jetzt kannst du Steine aus dem Weg räumen. Yeah! Okay, danke. Dann auf nach da, wo die Steine sind. Aber ich gehe erstmal nochmal die ganzen Vasen hier durch. Ich möchte bitte ein Herz. Danke. Ich bin nämlich ganz schön herzlos und so. Warum? So, und ich lass mich treffen, Alter. Was zur Hölle? Tut mir leid. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich was auch immer. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ich hätte jetzt 4 Herzen, aber nein, jetzt habe ich nur 3 Herzen. Mann. Okay, danke.
Ich gehe mal wieder. Danke. Ich möchte eigentlich wieder Herzen, aber... Du willst nicht aufnehmen? Oh nein. Oh nein, du willst nicht aufnehmen. Wenn Anpo aufnehmen geht, dann ist alles vorbei. Dann ist alles vorbei. Dann fängt der Toaster auch an zu weinen wieder. In seinem Stream. Und Anpo spielt Adventure Capitalist. Hör auf. Ey, Alter! Schieß mich nicht ab, während ich in den Chat gucke. Nee, nicht in den Chat, sondern ins Team. Hallo? 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 Alter, was soll denn? Was soll ich denn tun? Es tut mir leid. Ich weiß halt echt gerade nicht. Ich weiß es halt echt gerade nicht. Ach, hier. Das ist ein Speicherpunkt quasi. Aber trotzdem hilft mir das gerade nicht weiter. Ja, triff mich halt. Ja, Mortal Kombat-Folgen nehmen sich nicht von alleine auf. Ach, ich dachte. Ach ja, natürlich soll einfach den Stein. Ja, logisch passiert, ne? Schlüssel. Wer ist der Pro? Ich bin der Pro, würde ich sagen. Ja, Mann, lass mich in Ruhe, bitte. Boah, immer diese Fliesen, Alter. Immer greifen sie einen an. Ich kann es nicht ab, wenn sie einen angreifen, diese Fliesen. Diese fliegenden Fliesen. Danke für den Death-Counter. Vielen Dank. Ich weiß nicht, warum ich mich jedes Mal dafür bedanke, aber ich tue es. Ich habe nämlich jetzt Death-Counter 5. Nein. Oh mein Gott, weg. Danke. Und hier durch. Du sollst Fliesenleger werden. Ja, ich wollte auch einen Witz über Fliesenleger machen gerade, aber... Nee. Dann hast du es schon übernommen, auch wenn... Naja, was auch immer. Nein. Oh Mann, warum tust du das? Puh, ich sollte mich nicht beschweren darüber, dass ich sterbe, weil eigentlich bin ich ja daran schuld und so. Bla 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 bla. Blabla. Aber hey. Ich möchte bitte... Ach, wenn ich in eine andere Richtung verschiebe, ist es auch... Oh, warum laufe ich denn dagegen, Mensch? Warum lasse ich mich denn so oft treffen? Death Counter 6 übrigens. Und ich schreibe, ich sterbe gleich wieder. Ja, es ist schon bald Death Counter 7 übrigens, weil ich habe gerade ziemlich den Anfang verkackt. Oh, ich glaube die Fliesen... Nee, warte, war ich schon bei den Fliesen überhaupt? War ich schon bei den Fliesen? Ja, war ich schon, okay. Dann habe ich die Fliesen diesmal recht gut überlebt. Weil ich auch diesmal nur durchrennen muss, sein. Und ich renne immer gegen... Was zur Hölle? Death Counter 7, Mann! Death Counter 7. Okay. Verschieben, danke. Und, einmal durchrennen, bitte. Ja, die Fliesen können wir nichts mehr anhaben. Ich bin der Fliesen-Pro. Auch wenn, nee, eigentlich ja nicht, ne? Okay, ich warte mal, bis das Auge vorbei ist. Also, bis es einmal vorbeigelaufen ist. So, gelaufen, ihr wisst, was ich meine. Gedreht. Vorbeigedreht. Und du. Warum lasse ich mich denn treffen? Ich wollte nach unten laufen, Mann. Danke. Habe ich mich gerade schon wieder treffen lassen, während ich nicht hingeguckt habe? Nein, ne? Ha, den habe ich noch mitbekommen. Ich bin so eine Stunde wieder da, bla bla. Ich weiß nicht, ob ich dann noch da bin, aber ich... Vielleicht. Runter, danke. Schieß, ne? Nein. Schlüssel? Was? Schlüssel? Warum Schlüssel? Ach, hier war Schlüssel, ne? Nein. Aber in einem dieser war es auf jeden Fall, oder? Boah, Alter, diese Augen. Ja, hier ist der Schlüssel, das ist natürlich klar. In der letzten Vase, wie immer. Oder so.
Oh, Boss. Boss incoming und so. Epische Kampfmusik bitte anschalten. Lass mich rein. Danke. Und Herz. Und Herz. Und Magie. Ich muss sterben, hab ich gehört. Dafür brauche ich einmal ein Item. Danke. Okay. Da. So, tot. 10 Pfeile und jetzt, was soll ich hier jetzt? Hallo? Ah, lass mich raten, das. Nee. Hä? Hä? Warte mal, wo ist die Karte? Da ist die Karte. Ich vergesse es jedes Mal. Hä? Hä? Tut mir leid, aber was? Zur Hölle? Anpu, den Chat sieht hier niemand, weil es kein Steam-Spiel ist übrigens. Aber du guckst den Streamer eh nicht mehr, also von daher passiert das gerade ein wenig, aber hey. Was zur Hölle jetzt? So. Nö. Hä? Das hat gar keinen Sinn. Ernsthaft jetzt, ich versteh's nicht. Weißt du, was ich tun soll, Dr. Nino Dino? Nein, ne? Oh, wow. Was soll ich denn tun? Wenn da oben der Boss ist, der ist aber noch weiter nach links von mir, ne? Es ist gerade irgendwie echt... Es ist mir ein Rätsel. Oh mein Gott, Fliesen des Todes. Ach, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Warte mal. So. Warum habe ich einen Pfeil dahin geschossen? Das wollte ich nicht. So. Wie wär's denn hiermit? Wow, ich bin ein Genie. Yo, okay. Geschafft. Grandios. Ich möchte bitte, welches eine will ich denn am liebsten haben will? Ich glaube den Bogen mal, ne? Ja. Okay. Oh, der Boss. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie der funktioniert. Und erinnere mich gerade an Binding of Isaac. Den Boss, so einen ähnlichen Boss habe ich gestern bekämpft in Binding of Isaac die ganze Zeit und bin die ganze Zeit gestorben immer. Ja, ich erinnere mich. Oh, mein Gott. Okay, der geht bisher, aber wahrscheinlich auch nur bisher. Im Endeffekt immer nur, wenn sie irgendwo runtergehen, draufhauen. Also, wenn ich treffe. Okay. Oh mein Gott. Okay, das wird echt gerade scheiße. Relativ. Na okay, das ist scheiße gerade, was ich hier tue. Und so. Okay, ist ja gut, ich höre schon auf. Okay, stirb, danke. Boah, es ist immer noch keiner von denen tot, ne? Ich glaube, die müssen alle sterben, oder? Ich denke mal schon. Okay. Komm runter, danke. Nein, gut. Komm schon, bitte. Der will halt heute echt nicht, ne? Alter, komm schon, bitte. Alter, was denn? Hat er gerade echt irgendwelche Sachen hier rumgeworfen, als er rausgekommen ist aus dem Boden? Ja, macht das der Boss aus Isaac nicht auch? Boah, die Isaac-Typen klauen alles aus Zelda, ey. Boah. Alter. Pin. Ja, Pin hieß der, genau. Ich erinnere mich. Ich trinke mal eben was. Okay. Wie lange nehme ich auf? Komm.
Den Boss machen wir noch, den schaffe ich noch. Vielleicht. Also je nachdem, wie lange ich jetzt brauche für den Boss. Also je nachdem, wie lange ich halt noch rumfälle jetzt, ne? Ihr wisst schon Bescheid. Dev Counter 8, danke. Hallo, jemand da außer Toasty? Ich glaube, dass Anpo gerade gegangen ist und der andere Typ anscheinend auch gegangen ist. Glaube ich mal, ja, es ist noch jemand da, nur er schreibt nicht. Also es sind ja jetzt drei Leute laut Steam da. Steam, ja. Twitch. Also ja, wahrscheinlich ist noch jemand da. Sehr wahrscheinlich. Oh Mann, das war knapp. Ich möchte bitte eine Vase aufheben. Nein! Ich weiß, ich war nicht mal in der Nähe der Vasen, aber ich wollte eigentlich erstmal nicht getroffen werden. Das war erstmal mein Hauptziel, aber hey. Ich glaube, ich krieg da auch mehr eh wieder Leben hier, ne? Irgendwo. Ich weiß auch nicht ganz. Oh mein Gott, Fliesen. Fliesen des Todes. Okay. Okay. Und dich jetzt töten, oder wie? Was soll ich? Ist das dein Ernst? Kommst du bitte aufwachen, genau. Kannst du bitte aufwachen und dann sowas hier. Okay, komm. Bitte, nochmal. Bitte. Danke. Komm schon. Bitte. Komm schon. Oh. Stummes Django. Die Django. Was auch immer. Willkommen bei dem Stream hier. Danke, Dr. Nibelino, dass du jemanden heraufbeschworen hast durch deine Frage, ob jemand da ist. Vielen Dank. War das auch so eine Art? Ich meine, wir wissen ja alle, dass du nicht in Wirklichkeit daran schuld bist, oder was ist schuld, dass du nicht wirklich dafür gesorgt, was auch immer. Ich höre schon auf zu denken. Denken ist überbewertet und so. Okay, und jetzt. Okay, komm. Ich muss nur noch den Gegner töten. Oh mein Gott, die schießen wirklich da mit irgendwelchen Sachen oder so. Oder werfen oder was auch immer. Oh. Okay, ich hör schon auf. Nein? Gut, doch. Boah, Mensch, hast du diesen Boss gerade? Tut mir leid. Der ist richtig abartig. Der mag mich echt nicht. Die Bosse hier sind viel schwerer als aus Zelda 1. Und ich dachte immer, Zelda 1 sei schwer. Natürlich, okay, in Zelda 1 werden die Bosse später noch schwerer, aber denke ich mal. Ich habe Zelda 1 noch nie wirklich weit gespielt, halt, wie gesagt, aber. Ach, was weiß ich. Alter, komm schon, bitte. Komm schon, was zur Hölle? Warum treffe ich den nicht? Nein. Boah, ich könnte auslassen. Dieser Boss, der ist echt. Der Boss ist halt echt. Aber eigentlich, der ist total easy vom Moveset her. Der kann halt kaum was. Und mit kaum was mache ich echt. Der kann gar nichts. Aber ist trotzdem scheiße, ich mag ihn aber nicht, okay? Er ist echt. Er ist doof und so, okay? Danke. Also. Dann halt nochmal. Ich finde, der Hinweg ist schlimmer als in Dark Souls. Also scheint sich aber in Dark Souls nicht die Laufwege so scheiße weit zum Boss, wenn man stirbt. Aber hier ist es noch viel schlimmer. Okay, es ist ein altes Spiel natürlich, aber trotzdem ist auch bei den. Obwohl, ich weiß nicht, wenn man in einem neuen Zelda irgendwo stirbt, in einem Dungeon beim Boss halt, ne? Wo spawnt man dann wieder, ist die Frage. Da muss man doch auch eigentlich irgendwie im Endeffekt wieder den ganzen Dungeon durch, oder? Oder nicht? Hör schon auf, Mann, ich will, dass du das hier aufhebst. So, das Herz will ich nämlich wenigstens haben. Nein! Oh Mann, ist das dein Ernst? Boy! Death Counter Rising oder The Rise of Death Counter. Ja. Death Counter 9, ey.
Im zweiten Dungeon, das ist schlimm. Da habe ich mich in Zelda 1, glaube ich, fast besser angestellt. Da habe ich zwar keinen Death-Counter, aber trotzdem. Kommst du bitte? Danke. Und Boss. Und hat jemand eine Taktik für den Boss, der sich auskennt oder so? Toast ist so höflich, immer sagt er Danke. Ja. Ich bin total höflich und so. Ich bedanke mich dafür, dass du meine Tode dokumentierst. Oder so. Okay. Alter. Komm schon. Bitte. Komm schon, Mann. Was? Ich treffe den einfach nicht, Mann. Link, schlag mal vernünftig zu, ey. Boah, ich hasse es gerade. Ich wollte mir gerade sagen, ich kann ihn treffen, während er in der Luft ist. Ich kann ihn treffen, während er in der Luft ist. In der Luft. Wieso? Ich sterbe gerade wieder. Kann schon Deathcounter 10 schreiben eigentlich. Ich schreibe schon Deathcounter 10. Sag mal, hilft das nicht zu sterben? Ja, danke für den Tipp. So, auf ein neues. Komm, rein! Danke. Ein Versuch noch und danach google ich, wie der Boss geht. Alter, nein. Dann noch nicht. Aber irgendwann google ich, wie der Boss geht, falls es echt nicht geht. Aber eigentlich ist der Boss halt so einfach. Es kann da gar keine Taktik für geben, weil er so scheiße einfach ist eigentlich. Aber ich komme mit solchen einfachen Dingen halt nicht klar. Aber ist ja, er ist zu einfach für mich, der Boss. Daran liegt's. Ich bin einfach ein zu großer Pro, um mit sowas Probleme zu haben. Und dadurch, dass ich halt keine Probleme mit sowas haben kann, mache ich mir die Probleme selbst, okay? Das ist der einzige Grund dafür. Mann, ey! Was tust du? Komm schon, bitte, lass mich gehen! Defcon 10, yay, Jubiläum oder so! Nein, Mann, bitte. Oh, komm schon, lass mich gehen. Oh, Mann, scheiß Fliese. Okay, Defcounter 11 halt. Defcounter 11, komm, YOLO. Scheiß. Stein verschieben. Durch die Tür gehen. Und nach oben. Irgendwo ein Herz eigentlich. Nein, hier sind Fliesen, ich erinnere mich. Deswegen gucke ich nicht in die Vasen rein. Genau daran liegt's. Immer diese Fliesen heutzutage, wie gesagt. Juhu! Juhu! Ich weiß, ich sag gerade wieder recht wenig, weil. Ne, ist halt so. Weiß Bescheid. Daran liegt's. Da halt einmal im Kreis laufen. Grandios. Mann! Warum schießen die immer alle auf mich? Ich verstehe das nicht. Warum schießt du jetzt schon wieder auf? Boah, ich hasse dieses Dungeon gerade. Abartig ist das. Abartig. Einfach abartig. Boah. Ich kann nicht mehr. Nicht mehr. Richtig abartig gerade. Ich könnte ausrasten. Ach nee, mache ich doch gerade schon. Stimmt. Ha. Ja. Eigentlich stimmt's. Ja. Tatsächlich. Nein, das ist gerade übrigens kein Moderator. Nein. Dr. Nino Dino. Das heißt aber nicht, dass du Moderator werden kannst. Tut mir leid. Ich mache nur Leute, die ich sehr gut kenne. Moderator. Im realen Leben und so, ne? Und ich kenne dich nicht im Real Life, von daher.
wirst auch kein Moderator sein erstmal. Erstmal sag ich nur, um dir zu zeigen, dass du theoretisch eine Chance hast. Aber diese Chance besteht wahrscheinlich nicht. Also von daher ist es, war das gerade ziemlich irrelevant. Irrelevant. Ah, hey. So, durch hier. Danke. Fließendes Todes wieder mal. Und jetzt du. Komm. Komm schon. So, danke. Oh, du hast sogar selbst einen Ernsthaber, wie nett. Aber ich bin deine Mutter. Du bist nicht meine Mutter, glaub mir. Meine Mutter guckt nicht meine Streams, leider. Was? Leider? Zum Glück wollte ich sagen. Aber leider und zum Glück ist fast dasselbe. Aber. Ich wollte dich schlagen und ich. Was weiß ich, was es gerade war. Boah, komm schon. Mach schon. Mach schon. Bitte. Warum triffst du nicht, Link? Warum ist das kein Treffer? Warum ist das kein Treffer? Ich verstehe das nicht. Das sind viel zu viele komische Würmer. Und der trifft mit dem Bogen auch nicht. Der trifft gar nichts mehr. Was ist los mit Link, ey? Boah, ey. Wir kommen dann 13. Link! Link, Link, Link! Ich kann nicht Link schreiben! To the past! Second Boss! Aha, was sagst du mir so? Ja, Lan Molas heißt er. Ja, ich google gerade. The land warriors are three giant worms. They take a couple stages to defeat. They will start out by jumping in and out. Boah, deine Grammatik ist schlimmer als meine. They will start out by jumping in and out of the ground every few seconds while shooting out four rocks each time. There are a few ways you could use to defeat them. You can use bombs, arrows, or use sword. I find it's the easiest. To hit them with the sword, but it's the riskiest but best method. You will see the ground shaking around where each one will come up. All you got to do is go around it and hit when he comes out. After the first two are down, the third one will shoot 8 rocks. You will just use the method here, but it is more tricky with the higher amount of rocks. If you cannot seem to beat them, then bring a bottle with a fairy in it. Okay. Das hat mir nicht geholfen übrigens. Hilfe, das war die falsche Taste, danke. So. Das einzige, was es mir geholfen hat, ist, dass ich vielleicht die Taktik andersrum mache. Also, dass sie direkt ins Rauskommen. Versuchen zu schlagen und nicht, wenn sie reinkommen gerade. Ja, ich habe es jetzt immer andersrum gemacht, genau, vielleicht war das dumm. Wahrscheinlich war das dumm. Alles, was ich tue, ist dumm, aber das war vielleicht besonders dumm, wer weiß. Ah, gehen wir halt mal rein, so. Boah. So, Herz, danke, und rein. Halter! Halter, genau, Halter! Halter, Halter. So, auf ein neues, mein Schatz. Wie geht's dir? Mach mit dein Auge auf. Und stirb, danke. Zwei Herzen. Und rein da.
auf geht's. Ja, funktioniert sogar. Okay. Drauf, 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 okay. Funktioniert wirklich, das pisst mich halt an, dass es so gut funktioniert. Okay, das war ziemlich scheiße jetzt. Das hingegen nicht. Jedenfalls nicht so beschissen. Okay. Okay, das war. Das habe ich wieder nicht verstanden. Da hätte ich eigentlich meiner Meinung nach treffen müssen, aber hey. Okay. Nächster bitte. Ich glaube, ich habe jetzt getroffen, oder? Nee. Dann verstehe ich wieder nicht, warum ich nicht getroffen wurde, aber hey, ich beschwöre mich ja schon nicht, ne? Okay. Es funktioniert irgendwie nicht so gut, wie ich will. Stirb bitte. Ein Herz noch. Wow. Stirb bitte. Stirb doch immerhin einer, bitte. Kann nicht mal einer sterben. Einer von euch. Einer. Ein einziger. Wow, es ist echt lächerlich hier heute. Eigentlich ist es immer lächerlich, aber heute ist es gerade besonders lächerlich. So, stirb, 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 stirb. Er ist das tot, danke. Du droppst bestimmt kein Herz oder so, ne? Nein, natürlich nicht. Nächster, bitte. Danke. Okay, aber wenn nur noch einer da ist, wird es halt wie gesagt noch ein bisschen schwerer. Also muss ich da jetzt schon nicht drauf gefasst machen und so. Das war knapp. Okay. Was, wenn ich beide gleichzeitig töte? Das ist natürlich auch praktisch. Aber ich denke nicht, dass es funktionieren wird. Oh, halbes Herz noch, halbes Herz, halbes Herz, halbes Herz, ich bin tot! Nein, ich bin nicht tot, ich bin tot. Nicht tot, ich habe keinen Pilz, Hut, Kopf, bla. Ich weiß nicht, ist das ein Hut oder ist das ein angewachsener Kopf? Das ist die Frage, die ich mir schon immer gestellt habe. Vielen Dank für den Treffer. Ich brauche die Leben, die ich habe, eh nicht. Ich schaffe den Boss auch mit einem Herz. Ne? Ne? Nein? Oh, ich dachte. Na dann, auf ein neues, wie gesagt. DEFCON auf 14, danke. Butter Rubine und ausweichen, danke. Und tot und danke. Und sehr viel danke. Danke, danke. Und jetzt schnell durchlauf hier hoch. Und hier lang. Und jetzt hier durch. Danke. Warum sage ich so viel Danke? Das fällt mir jetzt erst auf. Nachdem Dr. Nino Dino uns geschrieben hat, jetzt achte ich irgendwie gerade drauf und es pisst mich gerade ziemlich an, dass ich so oft Danke sage. Hey, Alter, danke. Nein, nicht da. Okay, okay. Ich höre schon auf. Das war jetzt echt abartig. Abartig grüße nicht, dass ich jetzt gerade Danke gesagt habe. Denn, nee, keine Ahnung. Ist halt einfach so, ja? Danke. Nein, nicht danke. Oh Mann. Das ist echt abartig. Abartig, danke. Nein! Ihr denkt, das wäre Absicht, ne? Aber es ist keine Absicht. Das ist das Gruselige daran. Das ist überhaupt keine Absicht gerade. Wow. Das ist echt. Naja, okay. Okay. Und wo tauchen die nächsten auf? Da. Drauf, 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 drauf. Danke. Immerhin. Nein! Nicht danke. Ich reg mich jetzt auch auf, dass ich danke sage. Ja, ich weiß. Ich sollte mich nicht so oft bedanken, weil. Ist ja nicht so, als würden die mir was Gutes tun. Die greifen mich an und wollen mich töten. Da hat man sich nicht zu bedanken. Okay. Okay, okay. Noch 2,5 Herzen. Hälfte Leben also. Mit anderen Worten. Also, in der Hälfte des Kampfes wird es ja erstmal wieder ein bisschen leichter. Weil dann halt nur noch 2 da sind. Aber dann wird es wieder ein bisschen schwerer, weil dann halt nur der eine da ist und der dann wieder ein bisschen schwerer ist. Was auch immer. Ich
kann gerade den Chat nicht lesen, Leute, übrigens. Ihr habt gerade was geschrieben, aber ich kann es gerade nicht lesen. Logischerweise. Also könnte ich schon, aber das wäre ziemlich dumm. Okay, das war dumm. Das war ziemlich dumm. Das war dummer, als es gewesen wäre, den Chat zu lesen. Komm, schon stirbt. Nein, okay, dann halt nicht. Okay, ausgewichen. Wo ist der nächste da? Oh, der kommt da auch nochmal. Meinetwegen kommt halt immer am selben Ort raus. Da kommt halt bei mir raus. Der tut mir nur gefallen, wisst ihr das? Wow. Das läuft gerade viel zu gut hier. Oh Gott. Jetzt kommt die ganze Zeit neben mir, ne? Das ist ziemlich nett eigentlich von denen. Einer noch da, einer noch da. Der wird jetzt ziemlich aggressiv wahrscheinlich. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, genau, oh mein Gott. Nicht oh Frau Gott, sondern oh mein Gott. Ich habe eine Idee. Stand da ja auch drin. Das ist eigentlich auch eine ziemlich intelligente Idee eigentlich. Okay, hat geklappt. Danke! So, das muss jetzt sein. Das Amulett der Stärkung. Das Ziel ist greifbar nah. Vielen Dank. Falsche Taste übrigens schon wieder. Passiert mir irgendwie immer. Hol nun noch das dritte. Trumpe. Ja, auf wie wir das dritte holen, sehen wir beim nächsten Mal. Bei Let's Play, Let's Stream, was auch immer. A link to the past. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und was weiß ich. Lasst einen Kommentar da, bla bla bla, bis dahin. Ciao.